Aber den Sünden, und wie groß sie auch sind, egal wie groß eine Sünde vor Gott sind, es kann gut gemacht werden. Ich habe ja von Gott nebst anderem einen besonderen Auftrag noch bekommen, eine Bitte, und zwar von Gott Vater. Bring mir die Sünder. Hat nicht der Herr auch gesagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder? Warum haben die Sünder denn Angst vor Gott? Oder wie man so schön sagt, vor dem Schwitzkasten, respektive Beichtstuhl. Weiß man nicht, wer mehr schwitzt, der Priester oder der. Gott hat das gegeben. Es steht in der Heiligen Schrift. Als er auferstanden war, erschien er den Aposteln, hauchte sie an, das heißt der Heilige Geist, und sprach, empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasset, das waren nur die Apostel da, denen sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das haben dann die Apostel weitergegeben an die Bischöfe und Priester. Es ist eine Befreiung. Ich hatte einen im Beichtstuhl. Er war ein Mafiamörder, also ermordete Menschen für die Mafia, für Geld. Und dann hat er gehört, ein Belgier, hat er gehört, ist gestorben inzwischen, deshalb kann ich sagen, hat er gehört, dass da ein Bischof ist, der anscheinend, bei dem man keine Angst haben muss, wenn man etwas schwere Sünde. Dann kam er zu mir, hat sich gemolden, kam er zu mir und dann, er wusste gar nicht, wie Beichten geht. Er kam rein, sagte zu mir, ich habe Menschen umgebracht. Ich spürte, dass er glaubte, jetzt gehe ich an die Decke, oder? Ja, furchtbar, wer ein Mensch einfach ermordet. Dann habe ich ihm gesagt, ja, was sonst noch? Er hat sie haben mich nicht verstanden. Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe Menschen umgebracht. Also jetzt habe ich verstanden, erstochen, erschlagen. Aber was haben sie sonst noch gemacht? Dann sagt er, ja, Gott kann mir doch nicht mehr verzeihen. Oder bin ich innerlich böse geworden? So was Gott vorwerfen. Das hat er gemerkt. Sagt er, was ist denn jetzt? Sag ich, Sie haben jetzt etwas gesagt, wo Sie mich verärgern. Sie haben gesagt, Sie hätten was getan, wo Gott machtlos ist. Also Sie sind stärker als Gott. Sie können mehr machen, als Gott machen kann. Von einem Blutstropfen, nicht einmal am Kreuz, sondern also schon, wie es bei Juden Mode war, geschnitten wurde, gibt es auch ein paar Tropfen Blut. Ein kleines Tröpfchen von einem Tröpfchen hätte genügt, weil es Gottes Blut ist. Gottes und Menschenblut. Bitte habt doch keine Angst. Ihr werdet mir, wenn umso größer eure Sünden sind, umso mehr werdet ihr mir Freude machen, wenn ihr zu Beichte kommt. Denn das ist der Wunsch, Gottvater mir gesagt hat. Bring sie noch. Denn die sogenannten Frommen heute, wo Glauben sein fromm, kann Gott nichts mehr anfangen. Die wissen ja alles besser als Gott. Oder als seine Werkzeuge. Ich war zweimal entrückt vor der Dreifaltigkeit. Und doch glauben viele, sie wissen es viel besser. Es gibt viele, die plötzlich da fromm werden oder umkehren und dann schreiben sie Bücher, man bewundert sie. Ja, meine Lieben, das hat bei mir mit 9 Jahren angefangen. Ich glaube, das sollte ich eigentlich noch mehr wissen als einer, wo kurz. Ich rede nicht für den Schneider, für den Nikolaus Andreas. Ich rede ja für Gott.
als Bischof. Du musst nie Sorge haben. Und wenn du Milliarden, Milliarden von größten Todsünden haben, komm zu mir. Wenn es euch leid tut, ihr möchtet wieder gut sein vor Gott, dann kann ich sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Benutzt das doch. Ihr werdet sehen, wie eine unglaubliche Friede nach der Beichte kommt. Und Gott wird dich lieben, umso mehr du von mir aus gesündigt hast und du kehrst ihm zurück, wirst du eine Liebe von ihm empfangen. Hätte bald gesagt, dass du es kaum aushalten kannst. Beseligend. Schau doch, Heiland hat ja selber mal ein Beispiel genommen. Da war jemand, der schuldete dem, ich sag's jetzt mal hier auf der Welt, 50 Franken oder Euro. Reden wir mal von Euro, das ist bekannter. Und der arme Mensch kann die 50 kaum erbringen. Und dann hat der Erbarmen mit ihm und schenkt ihm die 50 Franken. Jetzt kommt aber jemand, der hat 10.000 Euro Schulden. Und dieser Mann, dieser Geschäftsmann, egal wer jetzt ist, schenkt ihm das, die 10.000 Franken. Wer hat mehr Dankgefühle? Doch der, der am meisten, dem meisten vergeben wird,